Ich schätze mal, das hier ist dann die erhöhte Position. Zumindest sind's Leute. Brechen werden uns ja nicht weglaufen. Sailor ist eine andere Sache. Freier Fall, nur 40.000 Meter, da geht aber noch mehr rein. Mal für eine Sekunde keiner. Vielleicht sollte ich mal kurz ausbauen, das brauchen. Ich glaube, wenn ich mich von hier oben runterstürze, dann wird er sich freuen und ich werde eine Menge Energie bekommen. Lädt das überhaupt meine Fokusleiste auf? Nicht wirklich. Nochmal, diesmal mit Rolle. Und diesmal an der richtigen Seite, wo mir nicht so viel passieren kann. Viel einfacher, wenn nicht alles total geschützt ist durch irgendwelchen Blödsinn. Warte mal, ich wollte eine Rolle machen. Verdammt! Nochmal, diesmal etwas weniger eifrig. Anzugkraft bereit, na immerhin irgendwas. Weil die Ärmchen werde ich garantiert wieder brauchen. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube langsam ist der Controller am Arsch, wenn das so weitergeht. Peitschenhiebe. Okay. Ganz ruhig. Hui, Kugelmann! Das Gute, mich stört hier keiner beim Oscorp Tower aus irgendeinem Grund. Ist jetzt aber nicht so aufgeladen, wie ich mir gehofft hatte. Komm schon. Fokusleiste einmal voll. An alle Einheiten. Devil's Shells. Ah, ich sehe mal einen Scharfschützen, endlich. Okay. Kriege ich den von meiner Position aus? Da ist einer, da ist einer, da ist keiner. Zum Glück sind die immer so fokussiert.
Ich glaube nicht, dass euch die Cops so lieb haben, wie ihr denkt. Es regnet Leute. Könnte es sein? Schaffe ich es wirklich mal, die Scharfschützen auszuschalten, bevor irgendwas passiert? Ich habe meine Zweifel, aber... Oh, okay, da sind auch noch zwei. Kämpfen sich gerade während da unten. Na, wunderprächtig. Die Cops und ich waren nie beste Freunde. Aber ich sehe sie ungern so unter Beschuss. Haben wir das geregelt oder ist hier noch jemand? Nee. Außer die Typen da hinten. Und an dich. War's das? Das war's. Okay. C43. Bewaffnete greifen einen Polizeitransporter an. Officer? Sind wir mittlerweile in einem anderen Gebiet? Ja, sind wir. Auch wenn ich nicht so recht weiß, in welchem es ist, aber... Immerhin ist das einer, den wir sowieso machen müssen. Hubschrauber, hilf mir mal. So tauscht man keine Versicherungsdaten aus. Wichtig, dass die Willys weg sind. Super Neuigkeit, ist. Was heißt denn schon Knast? Es ist doch eher euer zweites Zuhause. Upper West Side, da sind wir. Meine Männer bringen Zivilisten im Revier an der Upper West Side unter, aber Rhino und eine Gruppe entflohener Häftlinge belagern das Gebäude. Ich bin gleich da. Am Horizont ist so ein komisches rotes Glühen. Hört sich stark nach Rhino an. Schnell, das Gebäude hält nicht mehr viel aus. Rotes Glühen ist Rhino? Okay. Na dann, kein Spider-Man-Spieler ohne Rhino. Oder doch, weil irgendwas greift mich gerade schon wieder an. Na, so ein kurzer Sissy wird das. Überlebt, Spider-Man. Du bist das nicht. Oh, gehöre ich jetzt zu den coolen Kids? Ah, nein, zu den toten Kids. Yeah.
Na, perfekt. Zumindest ist irgendeiner weniger. Es wird langsam ein bisschen albern, Leute. Hey, ich bin dir ausgewichen. Hab dich mal nicht so. Ach, aua, ei, ei, Feuer gibt's auch noch. Und so soll ich Rhino besiegen? Nehme ich doch gerne an. An den Absender. Irgendeiner ist hier noch. Das war nicht so geplant. Besser. Ausbrecher stehlen Essen von Bedürftigen. Das erschüttert den Glauben an die Menschheit. So, jetzt aber Rhino. Yuri, Rhino ist unterwegs. Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Hier vor? Und den ne? Und das andere Schildchen. Sorry, ich benutze mal kurz eure Barrikade. Ist doch regelkonform, oder? Danke, Spider-Man! Hilf jetzt bei den anderen Barrikaden! Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Und ich weiche ihn auch noch immer aus. Verdammt! Danke, Spidey! Zur anderen Barrikade! Die brauchen dich! Könnte nur schlimmer werden. Okay, kriege ich einen von euch? Hey, alle Spider-Man weg! Ich hab das nicht an! Ach, Scheiße! Eine Hand vor Spider-Man! Reiß die Barrikade ein! Ah!
Gut. Puh. Verdammt, wie viele Barrikaden haben wir denn hier noch, die angegriffen werden? Spider-Man, da oben! Die Sträflinge zünden Raketen! Sie schießen aufs Gebäude! Das lasse ich nicht zu. Bin dabei! Erledigt Spider-Man schnell! Wir müssen das Gebäude sprengen! Nein, müsste gar nicht. Ein Dach sauber. Das untergeht, Stille. Und zwar jetzt. Was, die Sonne geht unter? Sehe ich gar nicht. An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Vor allem, mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Dach? Dach. Ich nehme mir mal das Dach vor. Wenn sie wenigstens das bringen würden, diese Typen, aber sie tun's ja nicht. Sie nerven nur. Schön, dich zu sehen, Spinne. Weißt du noch, wie du mich eingebuchtet hast? Nein, ich erinnere mich nicht an jeden Lappen. Da ist er. Ein Dach noch. Okay, soviel zu meinem Überraschungsangriff, dann lassen wir das halt. Man könnte meinen, ich bin behindert, wenn hier Sables Leute rumlaufen. Hast du genug? Habt ihr diese kleinen Energiedinger extra für mich gebastelt? Ich bin geschmeichelt und entsetzt. Die Rikers-Leute sind erledigt. Weiter geht's mit Sables fliegenden Affen. I got that reference. Okay, wo ist er? Fairplay, Leute, alles Fairplay. Guck mal, für dich. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Elektro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Na toll, dann wird Sable auch wissen, dass ich komme. Das wird lustig.